Hallihallo und herzlich willkommen zu Cat or Brad, das großartige Katzenspiel, jetzt neu auf Steam. Und Leute, ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Es unterstützt anscheinend, soweit ich das sehe, auch nur die russische Sprache. Deswegen weiß ich nicht wirklich, was hier los ist, aber laut Beschreibung, das Spiel hat mich 1 Euro gekostet, laut Beschreibung geht es hierum, dass wir Katzen aussortieren müssen. Heißt, hier werden Katzen mit Broten verwechselt und wir müssen die Katzen retten, indem wir auf sie draufklicken, damit sie nicht gegessen werden, weil wir sind hier anscheinend, also ich interpretiere das jetzt einfach mal so, hier oben läuft hier Brot entlang und ich nehme mal an, dieses Brot, ja, wir sind hier wohl in einer Brotfabrik, in einer Bäckerei, ich weiß es nicht, in einer Großbäckerei, in der anscheinend Katzen manchmal aufs Fließband wechseln und wir können anscheinend, oh, wir können unsere Katze modifizieren. Oh, was für eine Katze wollen wir? Wollen wir die Katze mit einem... Komm, wir nehmen die Hexenkatze. Wie kommen wir zurück? Ach, gar nicht. Wir müssen die Katze anscheinend erst freischalten, weil wir müssen hier draufklicken. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, starten wir ins Game. Und uns wird jetzt erstmal die Story erzählt. Wir haben ein Brot, was über die Straße will, soweit ich es verstanden habe. Oder ist es doch eine Katze? Ich weiß es nicht. Was müssen wir tun? Wir haben 3 Knöpfe zum Drücken. Ich drücke mal den linkesten. Ah, okay. Und jetzt müssen wir die Katze aussortieren. Und jetzt... Hat sie überlebt? Haben wir es geschafft? Ah, nee, wir müssen hier unten auf den Pfeil drücken. Okay, unsere Aufgabe ist es, die Katzen zu retten. Alle Katzen zu retten, damit keine Katze gegessen wird. Was sind diese verrückten Ruschenspiele? Wie Dota. Ich kenne das eigentlich alles. Leute, ich werde hier keinen Fail-Flash landen. Gott, es wird immer schneller. Und der Balken, also wenn der Balken rechts auf 0 ist, habe ich, denke ich, mal verloren. Und dass ich den Pfeil da unten immer auch anklicken muss, ist ja schrecklich. Oh Gott, wir müssen so viele... Wie schaffen es so viele Katzen? Oh, wir haben es nicht geschafft. In diese Brotfabrik frage ich mich da. Oh, und ich sehe gerade auch, oben links sehen wir unsere Punktzahl. Und wenn wir pro Katze... oh Gott, der Timer. Nein! Ich muss die Katzen retten, ich muss sie retten. Ah! Wenn ich pro Katze 10 Punkte bekomme, dann habe ich gerade 69 Katzen gerettet. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag, oder? Aber war ein erfolgreicher Tag. Probieren wir einfach noch die anderen Minigames aus. Was ist das? Ist das eine Milchflasche mit Gesicht oder wie darf ich das interpretieren? Auf jeden Fall sieht es ultra unheimlich aus. Was müssen wir machen? Okay. Wir müssen anscheinend unten auf die Schrift klicken, um Punkte zu bekommen. Umso schneller wir klicken, umso länger wird der Balken. Ah, und hier können wir Punkte verbrauchen. Wow, nice Minispiel. Können wir Punkte verbrauchen, um Punkte zu bekommen? Ja! Und so können wir unseren Highscore knacken. Los! Klick, 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 klick. Düt, düt, düt. Klick, klick, klick. Oh nein, nein, der Balken wird immer kürzer. Bitte nicht Milchkanne, das aus der Hölle. Bitte iss mich nicht. Ach Mann, die sieht echt gefährlich aus. Ach, 284 Punkte. Wir haben es geschafft. Das will ich direkt nochmal spielen. Ja, neue Highscore. 337. Gehen wir zurück. Haben wir neue Katzen freigeschalten? Oh, wir haben echt... Wir haben richtig viele neue Katzen freigeschalten. Wir haben einen mit Weihnachtshut. Den nehme ich. Und, oh, neue Story. Leute, da wachsen nämlich Katzenbrüte an den Bäumen. Das hat anscheinend eine richtige Hintergrundgeschichte. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine, irgendwas aus Russland? Ich bin mir nicht sicher. Aber letztes Spiel, was müssen wir machen? Ich kann die Katze mit WASD mitdenken. Ach, und wir müssen einfach die Katze aufsammeln. Ach, und das Brot? Dürfen wir das Brot berühren? Eigentlich war Brot bis jetzt immer böse. Immer auf die Katzen klicken, habe ich gelernt. Katzen, Katzen, Katzen. Ich klicke auf... Oh, Leute. Auch anspruchsvoll, muss ich sagen. Gott. Okay, anscheinend darf ich das Brot berühren. Warte, ich habe es ja eigentlich gerade berührt, oder? Ich lasse es trotzdem mal. Katzen, ich rette euch vor dem bösen, bösen Brot. 330 Punkte. Okay, dürfen wir jetzt das Brot... Ah, okay, das Brot dürfen wir nicht berühren. Naja, Leute. Haben wir noch eine Katze freigeschaltet? Noch einen neuen Hut oder irgendwas? Nö. Und wie schalten wir die anderen Hüte frei? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen... Ah doch, da oben steht es doch. Total Score müssen wir erreichen. Für den Hexenhut brauchen wir einen Total Score von 10.000. Und wir haben gerade 7.000. Oh ja gut, warum? Dann machen wir das schnell. Und ich habe gerade entdeckt, Leute, diese Katze, die unten auftaucht, ist gar nicht sinnlos, weil wenn die kommt, kann man auf die draufklicken und extra Punkte damit bekommen.
Also eigentlich ist es gar nicht schlecht, muss man sagen. Wenn die da ist, guck, zack, nochmal 2 extra Punkte bekommen. Dafür verliere ich jetzt wahrscheinlich. Oh nein! Und Leute, wir haben... Ja, den Hut freigeschaltet! Jetzt müssen wir den natürlich nochmal sehen. Ist die Sache. Leute, jetzt müssen wir den Hut sehen. Hä? Starten wir mit Fenerin? Oh, da ist sie! Miau! Ja! Wir haben alles erreicht. Auf zum nächsten Spiel. Und zwar ist The Cat Games. Wir müssen uns erstmal hier direkt am Anfang verifizieren. Ich würde mal sagen, die Katze. Verifiziert. Wir dürfen das Spiel spielen. Perfekt. Und anscheinend ist dieses Spiel ebenfalls eine Minigames-Sammlung. Wir können hier jetzt im Hauptmenü schon mal entweder irgendwas auswählen oder, ich habe gerade eben schon mal geguckt, wir können auch ans Fenster gehen und Vögel fangen. Vögel! Das finde ich lustig gemacht, muss ich sagen. Vogel! Nein, wir kriegen ihn nicht. Diesmal! Nein! Dieses blöde Fenster. Sehr süß gemacht. Hey! Okay, und dann haben wir hier Indoor Racing Swim Challenge Cat Breed. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Indoor Racing. Okay, Leute, ich glaube, ich habe es verstanden. Oh Gott, Hilfe! Ah, wir kriegen Punkte dafür, dass wir über den Teppich gehen, Entchen einsammeln oder zwischen den Dingern durchgehen. Unser Ziel ist... Oh, für Hunde kriegen wir 20 Punkte. Ja, Hunde, danke schön. Nichts für eins, die nutzt. Oh Gott, was haben wir hier gerade für Kantenprobleme? Auf jeden Fall, unser Ziel ist es einfach nicht gegen... Oh Gott, Tische oder Ähnliches zu crashen. Weil das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Ich muss hinten drin da durch. Oh, zwischen den Tischen. Oh Gott. Oh Gott. Die Action, Leute. Das Leben als Katze. Was haben wir da auch für ein langes Wohnzimmer? Was habe ich denn bitte für Menschen? Was haben denn die für ein Haus? Und die ganzen Gegenstände, die auf dem Boden liegen. Okay, unter dem Tisch durch. Unter dem Tisch durch. Oh, sehr gut. Die verringern natürlich meine Beweglichkeit. Heißt... Ah! Komm schon. Als wenn ich jetzt zum Beispiel hier über so eine Pizza gehe, dann kann ich mich nicht mehr richtig kontrollieren. Und es ist natürlich ultra gefährlich, wenn hier überall Sofas sind. Ah. Naja, back to sleep. Ich habe keine Lust mehr. Machen wir die Swim-Challenge. Okay, Leute. Baden ist anscheinend in dieser Welt die Hölle. Und zwar müssen wir... Oh Gott, und das ganze Zeug, was hier auf uns zukommt, aufhalten. Denn das Problem ist... Natürlich, jede Farbe hat seine eigene Klickart, wie man da... Oh nein, 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 nein! Ah, Linksklick, Linksklick, Links... Oh nein, das ist echt die Hölle. Kein Wunder, dass Katzen es nicht mögen, geduscht zu werden. Nein, 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 oben. Linksklick, Rechtsklick. Was war das nochmal? Also, Leute, ich kann es euch erklären. Natürlich, blau muss man Linksklick und Rechtsklick gleichzeitig drücken. Für rot Rechtsklick. Ich will nicht geduscht werden! Nein, nein, nein. Für gelb Linksklick und für blau beide Tasten gleichzeitig. Ah! Und jeder Gegenstand, der uns trifft, bringt uns natürlich mehr aus der Balance. Wenn wir unsere Tatze über uns drüber machen, dann können wir natürlich, natürlich... Oh Gott, die Bubbles müssen auch weg. Und die Bubbles verbrauchen richtig viel Zeit. Okay, das trifft uns nicht. Das trifft uns alles nicht. Das kann uns erstmal alles egal sein. Rot. Rot. Oh Gott, die Bläschen sind aber auch die Hölle. Wenn die in den Weg kommen, dann halten die meine Tasse fest. Und dann... Nein, nein, nicht sauber machen. Oh nein, 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 nein. Rechtsklick, Rechtsklick, link, Rechtsklick, Rechtsklick, beide Tasten. Oh nein! Ich muss sagen, das Spiel ist eigentlich ganz schön animiert. Also 1055 Punkte. Puh, das ist ja der absolute Stress. Jetzt noch Katzenbillard. Welcome to Katzenbillard. Nee, ich brauche kein Tutorial. Oh, im Prinzip ist es ja alles ganz einfach. Zack, kein Problem. Ich habe schon mit Schirm Let's Play Billard gespielt. Und da habe ich auch schon problemlos gewonnen. Ach so, ah, jetzt verstehe ich es erst. Ich darf nur bestimmte reinmachen und ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Bitte Shorthair Cat. Ach, dafür muss ich die ganzen Katzenrassen kennen. Ja, das ist aber problematisch, muss ich sagen. Bist du die British Shorthair Cat? Ah, okay. Oh Gott, da muss ich die mir merken. Wobei ich sagen muss, ist eigentlich gar nicht schlecht. Wisst ihr, Leute? Dann können wir jetzt das lernen. Was war die Beagle Cat? Oder, hä? Oder sind es jetzt andere Katzen? Was? Ich glaube, ich blende euch sogar immer Bilder ein. Und wir haben es geschafft. Die Beagle Cat war die. Ich habe 3 Katzen, glaube ich, reingemacht. Dann war es ganz gut. Okay, wieder merken.
mich sagen, so hier, ich meine, Katzenrassen ist jetzt nicht unbedingt das, was man am ehesten braucht. Russische Blue Cat. Das war die Beagle. Nee, das hier ist die Beagle Cat. Ich muss Cat sagen. Ich muss irgendwie sagen, die da sieht irgendwie so bläulich aus. Ich glaube, oh nein, nein, nein. Ich glaube, die ist es. Ach, das Ganze ist auch zeitbegrenzt, nicht zugbegrenzt. Das heißt, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die falschen reinmache. Oh, oh. Nein, nein, nicht die britische Kurzhaarkatze. Oh, oh. Nein! Ah, obwohl. Solange ich nicht die richtige reinmache, ist es egal. Komm schon, ja! Es war die russische. Oh, guck mal, wir kennen hier schon zwei Katzenarten, die ich davor nicht gekannt hätte. Ich habe ja früher immer diese Löwenzahn. Meine Mutter war ja immer sehr vorsichtig, was ich spiele. Und dann habe ich immer so Lernspiele bekommen, die halt auch als Kind recht cool waren. Und diese ganzen Löwenzahn-CDs, auf denen habe ich dann immer gelernt, die unterschiedlichen Pilzsorten, Blätterarten konnte ich dann irgendwie zuordnen zu irgendwas. Promilla-Cat, das da sieht wirklich nach einer Promilla-Cat aus. Oder das da? Ja, das obere war die Promilla-Cat. Und das, was wir hier reinmachen wollten, ist die Devorex-Cat. Okay. Und wir haben 784 Punkte erreicht. Ja gut, dann würde ich sagen, was das für heute? Ich wollte einfach wieder irgendwelche Katzenspiele spielen. Das ist ja ein Format so gesehen auf meinem Kanal, Katzenspiele. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Und bis zum nächsten katzigen Abenteuer. Hahaha, Mordado. Tschüss.